Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das Vergessene Land. Ich habe ein bisschen was nachgeholt und hier an der Stelle könnt ihr über den Zaun drüber, kommt dann auf die Insel der Schätze, zumindest glaube ich, dass sie es ist. Jawohl. Und bekommt hier auch den, ja, den dritten Waddle Dee. Sehr, sehr gut. Was ist hier? Was ist das? Das waren nun ganz normale Gegner. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Level wieder. Da wären wir wieder und legen direkt los mit dem stromschnellen Wasserwerk. Wo mir auch auffällt, es gibt 5 versteckte Waddle-Dees. Also scheint es ein längerer Level zu sein. Also zumindest länger als die vorherigen. Schätze ich mal. Kann natürlich auch sein, dass die alle direkt hintereinander kommen. Die alle direkt so, keine Ahnung. Ja, dass die ziemlich nah beieinander sind, die Waddle-Dees. Kann natürlich auch sein. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Level länger ist. Ah, schade. Ich dachte, wir müssten wieder die Sandskulptur zerstören. Hätte ja sein können, dass wir direkt eine Aufgabe abgeschlossen haben. Aber nee. Und wir müssen tatsächlich jetzt den Stromschnellen folgen. Das ist auch ein sehr cooles Konzept für ein Level. Was ist hier? Nix. Hinterm Wasserfall? Auch nix. Na gut. Dann lasst uns los. Ich bin hier die ganze Zeit schon am Suchen. Für etwaige Secrets. Ja, nee. Haben noch nichts aufgedeckt. Okay. Schade. Weil ich möchte wirklich besser darauf achten, dass ich nicht andauernd irgendwas nachholen muss, sondern dass ich direkt alles zeigen kann. Oder zumindest das Wichtigste zeigen kann. Oh, okay. Der war easy. Ah, ja. Und wir haben auch alle Münzen einsammeln können. Nice. Und man kann sogar zurück, wenn man will. Okay. Interessante Entscheidung. Dann ist der Waddle Dee sogar nochmal umso leichter. Hau ab. Was ist das? Okay. Ist 3 Konserven. Darum geht es in dem Level. Unter anderem. Was schon wieder so eine Aufgabe ist, die ich nicht so ganz fühle. Oder zumindest die Beschreibung hätten sie besser machen können. Irgendwie finde 3 Konserven oder so. Ist das die nächste? Das war auch so eine Dose, so eine Thunfischdose oder so. Warum zählt das denn nicht? Naja. Ah, packen wir das mal weg. Ich finde die Egelfähigkeit nämlich so unglaublich geil. Nice. Oh, und da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht den Igel geupgradet. Machen wir. Machen wir am Ende des Parts. Wir wollten ja sowieso mal in die Stadt reinschauen, was es da so Neues gibt. Und dann können wir das auch direkt mit upgraden. Bin jetzt halt. Und wir haben schauen. Nee, komm. Wir gehen weiter. Ich denke nicht, dass es hier noch eine Konserve geben wird. Aber ich. Okay. Aber ich möchte natürlich immer in Bereichen schauen, dass wir alles mitnehmen können direkt. Wie gesagt, ich möchte einfach besser drauf achten.
Zack. Gibt's hier vielleicht die... Wo... Achso. Bei einem Durcheinander hier habe ich gerade Kirby aus den Augen verloren. Ich dachte, ich wäre unter der Brücke. Au! Was? Du hast die Bombenkette-Blaupause erhalten. Okay. Achso, und ich wollte ja noch schauen, ob es irgendwo einen Indiz dafür gibt, dass es einen Blueprint im Level gibt. Ah, da kann man nicht hoch. Schade. Hätte ja sein können. Ne, hätte ja sein können. Und ich dachte, hier wird es ein Zeitlimit geben, was man einhalten muss. Gibt's vielleicht auch. Vielleicht haben wir es einfach nicht geschafft. Keine Ahnung. Aber andererseits eine ziemlich komische Aufgabe irgendwie. Oh, okay. Der Angriff war neu, den kannte ich noch nicht. Wir checken alles ab. Oh Mann, ey. Ich bin echt geschädigt durch diese ganzen... durch diese ganzen Dinger, die ich übersehen habe, die eigentlich offensichtlich waren, die wir eigentlich beim ersten Mal hätten finden können, aber die ich dann dumm übersehen habe. Ach so, ja, genau, apropos übersehen. Wer sich fragt, was mit den Möwen ist, mit den Vögeln aus dem... Ah, da geht's weiter? Ja. Also, als Bonus, meine ich. Was mit den Vögeln ist. Die sind ziemlich leicht zu entdecken. Nur ich habe halt absolut nicht drauf geachtet, weil ich nicht mitbekommen habe, dass die Mission aufgedeckt wurde. Also ja, die sind sehr leicht zu entdecken. Ihr müsst einfach nur nach den Vögeln schauen, dann hinlaufen und die wegjagen. Also ziemlich easy eigentlich. Und das ist ein Labyrinth. Zwei. Scheiße. Eins. Eins. Zwei. Okay. Okay, nice. Beim zweiten Dingen musste ich raten, also bei dem in der Mitte. Aber ich hab's ja hinbekommen. Alles klar. Wo kommen wir raus? Hier wieder. Okay. Sehr gut. Dann können wir hier auch direkt weiterschauen. Was gibt. Und da ist eine Kapsel. Okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, was genau ist dahinter? Eine Kapsel. Okay. Sonst gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Hä? Was? Wo sind wir denn hier rausgekommen? Wo sind wir genau hergekommen? Weil hier ist ja keine Tür oder so. Nicht mal ein Loch in der Wand. Ja, okay. Was soll's. Sehr, sehr komisch. Und... Na, ich möchte nicht direkt den Schalter drücken eigentlich. Na komm, machen wir. Ah, okay. Ja, okay. Easy. Müssen wir das Ding einfach nur hier draufstellen und fertig. Aber okay, dafür... Au. Ich dachte, wir können da durchrollen. Aber dafür gibt es ja auch nur eine Kapsel. Oh, der respawnt. Okay, ja. Ja. Ist schon klar. War ziemlich offensichtlich. Nein, ich will das doch einsaugen, Mann. Dumm. Au. So, umfallen, ja, umfallen ist gut. Jetzt. Das ist nicht gut.
tatsächlich. Das ist, Au. Hau doch ab. Hau doch ab! Mann! Okay, der blaue Schalter bleibt gedrückt. Sehr gut. Nein, nicht wieder ausspucken. Treppe einsaugen. Mann! Ah! Okay, hier ist eine weitere Konserve, mit der wir uns auch direkt heilen können. Sehr gut. Natürlich. Oh, und wir brauchen natürlich auch die Treppe. Aber es gibt zwei Schalter. Es gibt hier zwei Tore. Heißt, da hinten kommen wir dann nochmal weiter. Es gibt sogar drei Tore. Werden auf jeden Fall nicht... Ah, okay. Okay, okay, okay. Easy. Da ist noch eine Treppe. Sehr gut. Müssen wir nur hier die... Och man, was soll das denn? Müssen wir nur hier die Dinger beseitigen und können dann... Irgendwie bin ich zu blöd für alles heute. Irgendwie läuft's heute nicht. So, zack. Hauptsache, wir gehen nicht. Game over. Okay, 4 von 5. Und die waren jetzt doch sehr nah beieinander, die beiden, ne? Ja, doch, klar. Die waren ja beide da oben drin. Logisch. Weiß nicht, brauchen wir die Eisfähigkeit noch? Ich hoffe mal nicht. Ich würde eigentlich gerne auf Abstand bleiben. Deswegen benutze ich jetzt die Bomben-Power. Ah, ja. Bumerang ist aber auch cool. Vor allem ist die ja schon geupgradet, ne? Können wir hier irgendwas machen? Nee. Aber ich denke, wir können... Ah, okay. Ich dachte, wir können hier direkt nach rechts fliegen. Aber wir kommen da ja sowieso her. Also, lass erstmal schauen, was es hier gibt. Okay, da kommen wir nicht hoch. Hier können wir nur den Schalter drücken. Na, na, gib mir die Münze. Okay. So, weg damit. Wenn wir da reingesaugt werden, war's das. Ah, komm, geh auf. Was? Nein, die Konserve. Okay. Ich weiß nicht, ob die zerstört werden kann, wenn die da in den Strudel gelangt. Aber als ich sie gesehen habe, habe ich es direkt riskiert, zu ihr zu kommen. Sicher ist sicher. Und ich möchte natürlich auch die Münzen hier haben. Sonst haben wir noch keine Sachen aufgedeckt. Aber vielleicht kommt das noch. Ja. Kommt vielleicht noch. Gut, dass Kirby fliegen kann. Komm, nehmen mal wieder das Schwert. Und sehen zu, dass wir zügig weiterkommen. Dadurch, dass es diese ganze... Ah, Mann! Haut auch ab. Durch diese ganze Erkundung... Habe ich jetzt hier schon extrem viel Zeit verloren. Ja, nee. Also weiter gehen wir auf jeden Fall noch nicht. Das dürfte klar sein. Das dürfte ziemlich klar sein.
Da oben. Da oben ist noch ein Schalter. Sehr gut. Und das war der letzte Waddle Dee. Alles klar. Hier kommen wir auch nirgendwo irgendwie an der Seite lang. Wir müssen hier weiter. Ach komm schon, ich hab doch die ganze Zeit bei den Sachen geschaut, ob es irgendwo an der Seite irgendwas gibt. Aber trotzdem habe ich schon wieder zwei Sachen verpasst. Gut, wenigstens habe ich das Nervigste, oder wahrscheinlich das Nervigste schon mal hinter mir. Und zwar die drei Konserven zu essen. Na gut. Was waren denn die anderen beiden Sachen? Achso, es wird nur eins aufgedeckt, ne? Gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. Naja, ernsthaft jetzt? Ja, okay. Das ist zwar eine kleine Challenge, aber dürfte nicht besonders schwer sein. Vor allem, weil man halt fliegen kann und weil die Gegner einen nicht weit wegdrücken, wenn sie einen treffen. Mhm. Maxi-Tomate. Toll. Okay. Wir haben genug Waddle Dees, um das Tor zu öffnen. Ja, war aber klar. Ich meine, wir nehmen ja das meiste mit. Die Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das den Weg versperrt hat. Tritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Er sieht aus wie Wispy Woods. Nur als Palme. Oh Mann, ey, Nintendo. Aber cool. Cool, dass es Wispy Woods hier wieder gibt. Meta Knight und DDD dürften auch wieder am Start sein. Hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich denke, wir machen noch zwei Dinger und gehen dann abschließend nochmal in die Stadt. Schwinge die Klinge. Schwertprüfung. Mhm. Fertig, let's go. Ja, das ist easy. Glaube ich. Zumindest hoffe ich, dass man das so machen darf. Nicht, dass man so viel, aua, so viel Zeit verliert, wenn man das so macht. Komm, komm, weiter, weiter, weiter. Wir sind noch unter einer Minute. Was? Ja, nee, okay. Hatten wir 2,5 Minuten? Bitte? 2 Minuten 45 Sekunden? Nee. Oh Mann, ey. Hier die Zeit wieder einzuhalten, wird lustig. Ich denke, wir werden das mit dem Wirbel machen bei den fliegenden Gegnern. Aber bei den einzelnen Schwertgegnern nicht. Okay.
Okay. Aua. Ja, komm, komm, komm. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Na. War besser. Aber hat noch nicht gereicht. Ja, 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 hör auf, hör auf. Ich brauche zu lange. Ich brauche zu lange. Hör doch auf, bitte. Hör doch auf. Kirby nicht aufhören, möchte zu schlagen. Das war besser. Das war besser. Nur mich nervt das extrem, dass man den Tod der Gegner hinauszögern kann. Wenn man die weiter schlägt. Okay, nice. Okay, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. 25 Sekunden. Dürften wir haben, komm schon. Nein. Nein. Hallo. Schlag ihn doch. Och Mann, was? Warum braucht das denn so lange? Das ist so unnötig, noch einen Boss da reinzupacken. Vor allem einen, der ein Schild haben kann. Nein. Ach, direkt verkackt. Nein, nicht fortsetzen. Nochmal. Dankeschön. Ach Mann. Das dauert alles so lange. Okay, wir können 2 Stufen überspringen. Wir können 2 Stufen überspringen, das ist gut. Das ist gut. Und jetzt haben wir tatsächlich 25 Sekunden. Komm schon, gib ihm. Komm, mach ihn weg. Komm schon, Mann. Wie krass soll man das denn noch optimieren? Ja, komm, geh weiter.
Mit dem Schwertwirbel. Mit dem Schwertwirbel. Das war schon gut. Das war schon gut am Anfang. Nur ich hab's hinterher immer mit dem einzelnen Schlagen gemacht. Oh mein Gott. Der Schwertwirbel ist einfach die Lösung. Um 10 Sekunden unterboten. Er hat aber dieses Mal auch sehr früh sein Schild gemacht, ne? Okay, machen wir trotzdem noch den Tornado-Schatz. Höhenflieger, Vorsicht, Stacheln. 30 Sekunden. Ich hoffe, das kriegen wir First Try hin. Hallo? Ach Mann, was soll... Warum hört er denn auf? Ich hab doppelt gedrückt. Ich glaube, ich hab doppelt gedrückt. Ja, dann mach doch auch wenigstens, wenn ich einmal drücke. Kein Wunder, dass ich da doppelt drücke. Wenn er es nicht machen will. Noch 3 Minuten zum Anfang, ne? Warum hört er auf? Nein, was soll... Was soll das? Alter! Mann! Wie ich von diesen Kackgittern zurückgedrängt werde. Okay, man muss landen. Okay. Man muss landen, deswegen hört er direkt auf. Krieg ich hin. Dürfte ich hinkriegen, wenn ich da bitte lang dürfte. Alter. Ey, was ein Triggerfest. Mit den Kackgittern, Alter. Holy shit. Wie man da einfach drüber fliegen kann. Das ist gemein. Okay. Gehen wir zurück zur Stadt. Dann wird es dieses Mal tatsächlich ein ziemlich langer Part. Was? Die 60 Waddledees, die du gerettet hast, haben das Waddledee-Café wieder aufgebaut. Welche Leckereien dort wohl serviert werden? Kannst nun Waddle die Café Aushilfe gesucht spielen. Oh, sei flink und füttere die hungrige Meute. Ey, wie cool. Wie cool. Es wird hier... Die Spezial-Power-Bomben-Kanonen weiterentwickelt werden. Eagle auch. Ja, wuhu. Cool. Wie viele coole Sachen, die hier eingebaut haben. Einfach hier auch... Ja. Auch hier wieder das mit dem... mit dem Minigame... So geil. Kirby, hast du kurz Zeit? Jetzt, da das Waddledee-Café eröffnet wurde, suchen wir noch ein paar fleißige Hilfskräfte.
kannst dich nicht zufällig für unseren kleinen Nebenjob hier bei uns in der Gastronomie begeistern lassen? Ja, machen wir auch noch. Ey, da gibt's noch was. Ich glaube, das wird später freigeschaltet, wenn man sich hier gut anstellt. Gut, erst machen wir aber... Kannst du jetzt schauen, was da ist? Ah, da unten. Ah, da gibt's noch was, Okay, cool. Denke, das werden wir ganz am Ende des Let's Plays machen. Werden man ganz viele Bonus-Sachen machen, auch das in Kirby's Haus. Werden wir überall durchgehen. Keine Sorge. Willkommen im Wally Café, dem wohl gemütlichsten Bistro der Stadt. Es gibt nur eins. Hier kannst du dir ein Häppchen gönnen und deine KP wiederherstellen. Bei uns findest du die leckersten Sachen. Du hättest gern etwas zum Knabbern für unterwegs? Selbstverständlich kannst du dir auch etwas zum Mitnehmen bestellen. Ein Snack steht dir in Abschnitten als sogenanntes Vorratsitem zur Verfügung, das dir in brenzligen Situationen helfen kann. Denk aber daran, dass du immer nur ein einziges Vorratsitem ausrüsten kannst. Ja, nimmt man, glaube ich, die Maxi-Tomate. Also, Kirby, was darf sein? Autostopfer-Torte. Was? Okay. Kirby-Burger. Energie-Drink. Stellt die KP komplett wieder her. Ich glaube, die Maxi-Tomate sollte man sich echt gönnen. Ja, komm, keine Ahnung. Nehmen wir die einfach mal mit. Möchtest du einen Kauf gleich hier verzehren oder lieber mitnehmen? Nehmen wir mit. Einfach mal, um zu zeigen, wie das funktioniert. In Ordnung, dann gebe ich dir deine Bestellung als Vorratsitem mit. Halte X gedrückt, um es zu verzehren. Okay. Ja, machen wir aber dann, wenn wir es brauchen. Frage mich, wer es wohl war, der die Geschenke kurz versteckt hat. Ich glaube Nintendo. Ja, wir werden das aber nur einmal benutzen. Mit dem Snack zum Mitnehmen. Oder zumindest keine Maxi-Tomate kaufen. Oder nicht so oft. Keine Ahnung. Also ich werd aber versuchen, das nicht mehr mitzunehmen. Also gar keine Item. Weil, ja, das Spiel ist einfach genug. Ich denke nicht, dass wir ein Item brauchen werden. Okay, ich dachte, wir wären gerade von Elfilin abgesprungen. Aber nö. Anscheinend bin ich da nur kurz gelandet. Und ich frage mich auch gerade, wo denn die restlichen Codes sind. Oh. Okay. Wir haben jetzt... Hier ist noch was? Nö, das ist aber nix. Ach, hier unten ist vielleicht nochmal was. Nee, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt einen Code bekommen, also quasi direkt geschenkt bekommen. Es wurde uns ja direkt gesagt, wo der ist. Was sonst hier irgendwo? Kommt noch KP übrig? Nach einem kurzen Nickerchen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja, okay. Ja, okay. Hier gibt's aber keine mehr, ne? Nö. Okay, dann würde ich gern nochmal schauen, ob man den Geschenkcode zweimal einlösen kann. Ja, schon zweimal drücken. First. Nein. First Password. So.
Diesen Geschenkcode hast du schon mal eingegeben. Vielleicht einen anderen? Okay. Geht nicht. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Komm gern wieder vorbei. Na gut. Alles klar, Leute. Dann wär's das erstmal für diesen Part. Im nächsten Part werden wir dann direkt hier die... die Spezialpower upgraden. Und es gibt auch den Kugelblitz? Alles klar, okay. Geil. Ja, dann werden wir direkt die Spezialpower upgraden. Und... Ah, neue Blaupausen. Ja, okay. Oh, das macht er automatisch. Ah, nee. Ja, Okay. Er packt nur Schild ein. Gut, dann werden wir im nächsten Part, wie gesagt, die Dinger hier upgraden und auch die Sachen nachholen, wenn es denn da noch etwas Sehenswertes gibt. Oh, und wir haben alle gefunden? Alle Spezialpower? Ja. Scheint so, ne? Ja, schade. Es gibt so viele geile Sachen, die es in den letzten Kirby Games gab. Ich meine, ja, ich denke, wir reden da im nächsten Part drüber. Gut. Und dann, stimmt, muss ich auch noch sagen, werden wir natürlich ganz am Ende den Boss machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.